Metallstatue. Was für eine seltsame Statue. Da steckt ein kleines Steingesicht im leuchtenden Kristall. Und eine Art von Bernstein-Ding. Ich höre einen feinen Ton, ganz, ganz leise. Als ob man leicht gegen ein Glas geschnipst hat. Okay, sonst können wir dann nichts machen. Ach, guck mal, hier haben wir einen Tautropfen, den sehe ich gar nicht. Noch einer. Ja, und hier sehe ich noch einen Tautropfen. Noch so ein Tropfen. Und weil ich so gut bin, sehe ich sogar noch einen Tautropfen. Da, da, da ist ein Tautropfen. So, jetzt sehe ich eigentlich gar keinen Tropfen mehr. Sind ja jetzt auch nicht interessant, du brauchst die Tropfen eigentlich gar nicht, ich weiß es zumindest nicht. Unheimlich großer Baum ist es. Die ganze Stadt passt unter den... Wer sich da oben in der Krone des Baumes einen Kobel baut, hat sicher einen super Ausblick. So, ich klicke das immer so schnell weg, sorry, wenn ich das manchmal mache. Blick auf Mauswald. Schöner Ausblick. Von hier aus kann man das Café und die Stadtmauer sehen. Und eine von den Kanonen der Mauswache. Ach, das ist hier oben. Blick auf... Genau. Okay, haben wir ja sonst noch was? Zugewachsener Wandbild. Ein trauriges Menschengesicht hinter Efeu. Wer das wohl gemalt hat? Ja, das frage ich mich auch. So, rundes Fenster. Hier kann man ins Rathaus gucken. Das alte Eichhörnchen Jonathan hat mich schon gesehen. Er winkt mit dem Spazierstock. Ich glaube, der hat Angst, dass ich durchs Fenster ins Rathaus einsteige und drin über seine Bücher laufe. Würde ich nie machen. Zumindest nicht, solange mich dabei jemand sieht. Okay, Jerry. So, haben wir ja sonst noch was? Eigentlich ja nicht. Hier haben wir heute die Mäuse. So, hier hinten hatten wir ja auch nicht. Da war jetzt nur noch das Ding, aber... So, richtig... Hier hinten weiß ich noch nicht, was wir machen sollen. Ich kann ja mal nochmal ins Inventar gehen und nochmal die Münze greifen. So, die Münze. Können wir nochmal ganz kurz gucken, was wir hier noch zu machen haben. Ach du Scheiße. Boah, das ist immer so viel, Alter, ey. Unterkörper. Die anderen auch, aber der hier besonders. Boah, das ist immer schwierig. Hier haben wir zum Beispiel noch ein Holzbrett. Es ist immer schwierig, alles zu sehen, ne? Da muss man immer schnell durch die Münze gucken. Es wird alles gut. Wir finden deine Mami schon. Hat er gerade... ich will es gar nicht wissen. Okay, ich würde jetzt mal gerne nochmal gucken. Ich kann gar nicht so schnell alles abscannen hier. So, aber ich glaube, hier haben wir jetzt was im Inventar. Für was braucht man die Hake? Ist die Frage, um irgendwas wegzuhaken und das Zapfen, um irgendwas abzuzapfen. Wartet mal, vielleicht. Oh, das wäre ja gemein. Da muss man nichts abzapfen. Genau, das hätte ich mir auch schon gedacht. Das wäre ja auch. So, jetzt haben wir eine alte Zaunlatte. Deutsche Briefmarke, uralter Einladung zum Wipfelfest. Ja, sieht sehr informativ aus. Ich gehe mal wieder zurück. Weg in den Garten. Ich würde gerne nochmal an den richtigen Anfang, also wo wir da rausgekommen sind, da war ja noch anderes. Da habe ich ja noch viel anderes gesehen. Da habe ich Tautropfen gesehen und ich habe gerade einen Tautropfen übersehen. Wartet mal, ich gehe nochmal zurück. So, den habe ich jetzt total übersehen. Wie konnte ich denn nur diesen Tautropfen übersehen? Ich bin ja auch einer, ne? So, denn hier oben ist ein Tautropfen. Ist immer schwierig, die... Ja. Keine Ahnung, was die Tautropfen bringen. Ich werde eh nicht alle finden. So, jetzt haben wir hier alles. Die Frage ist mit der Maus. Können wir den vielleicht nochmal was fragen? Maus mit Rucksack. Die Maus ist ganz in Gedanken, wenn sie herumläuft. Ja, irgendwie schon. So, seufz. Okay. Da ist also, hier sind keine Tautropfen, oder? Ist das ein Tautropfen? Ein Aufkleber. Ein Aufkleber, um deine Sammlung
anzusehen, öffne das Inventar, Spielmenü und klicke auf Bonussammlung. Aha, alles brauchen wir glaube ich nicht ins Spiel, weiß ich jetzt gar nicht. So, jetzt kommen wir vor das Stadttor. Ich würde aber gerne nochmal richtig am Anfang, aber es geht hier wahrscheinlich gar nicht, oder ich finde es gerade ehrlich gesagt gar nicht. So, da geht's hoch, vor das Stadttor. Da war zumindest, ich muss immer verdächtig auf die Uhr gucken, wir haben es 53. Also noch 7 Minuten. So, haben wir hier. Das ist das. Wen haben wir denn hier? Bewaffnete Stadtwache. Hey, wer bist du? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Quatsch, der ist hier doch vorhin schon durchgelaufen. Ja? Zusammen mit einem Hasen mit stechenden roten Augen. Also an den erinnere ich mich. Ich bin Jerry Haselnuss, Magier in Ausbildung. Magier? Deinen Freund mit den roten Augen hätte ich das ja noch abgenommen. Bäh. Wieso muss ich eigentlich hier draußen Wache stehen, während du Spaß haben darfst? Ja. Okay. Wen haben wir hier? Mit Blatt. Willkommen im Mauswald, Neuankömmling. Dein Freund mit den roten Augen kam mir irgendwie bekannt vor. Hier ein gut gemeinter Rat von mir für euch. Bleibt lieber in der Stadt. Die Krähen kreisen heute niedrig über dem Wald. Okay, danke für den Ratschlag. Was haben wir hier, Mauswald? Erbsenkugeln. Die schießen hier mit Erbsen auf Krähen. Immerhin netter als mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Aber auch Erbsen feuere ich lieber nicht wild durch die Gegend. Für Mäuse und Eichhörnchen können die bestimmt auch schon ganz schön gefährlich werden. Ja, da hast du recht. Kanone. Da steht eine Kanone auf der Stadtmauer. Aber von hier aus komme ich da nicht ran. Hey, Kanonier? Hallo? Wie? Was? Ich bin hier unten, du Heinz. Ja, hat da jemand was gesagt? Ja, ich. Ich glaube, für eine richtige Unterhaltung muss ich da irgendwie hochkommen. Ah, hochkommen, ich verstehe. Da kommen wir doch hoch. Wartet mal. Hier. Ja, ja, seufz. So, jetzt können wir hier hochgehen. Aha, und hier haben wir einen Tautropfen. So, einen schönen Tautropfen. Ach, guck mal, wen wir hier haben. Wieder die rundliche Maus mit dem Schirm. Ja, noch ein Tautropfen. Wieder einer. Und hier unten ist sogar noch ein Tautropfen. So, also maximal sind immer drei im Bild. So, was haben wir denn hier? Mauswald, Mauswald, Mauswald. So, jetzt können wir doch hier mit den Kanonen hier reden. Warum stehst du denn hier oben? Ich bin zum Kanonendienst eingeteilt worden. Wir hatten hier ein großes Krähenproblem. Naja, haben. Wir mussten sogar evakuieren. Das klingt schrecklich. Oh ja, also... Wenn ich so ein krassiges Tier sehe, dann... Kaboom! Meistens fliegen sie aus Nordwesten heran. Ich muss immer die Augen offen halten, auch bei Nacht. Okay, Kanone. Kanone, ganz wie aus einem Piratenfilm. Arr! Ich bin Jerry Haselbart, der Piratenmagier. Pfoten weg! Niemand darf die Kanone anfassen. Nicht einmal ich, besonders nicht ich. Außer im Notfall. Die Kanone muss für den nächsten Krähenangriff bereit sein. Stell dir nur vor, es fliegt wieder so ein Tier in das Rathaus. Meistens fliegen sie aus Nordwesten heran. Ich muss immer die Augen offen halten, auch bei Nacht. Die Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich weiß auch nicht, was das war. Eulenstatue. Nur noch so eine Eulenstatue. Mein Fehler. Okay, was haben wir denn hier? Große Wels. Da tümpelt und dümpelt ein dicker Fisch am Grund des Baches vor sich hin. Ich glaube, der wartet, dass ihm jemand die Schleuse aufmacht. Aha, können wir ihn vielleicht die Schleuse aufmachen? Der Wels da im Wasser ist ein Raubfisch und kann an einem schlechten Tag ganz schön ungemütlich werden. Die Schleuse soll ihn aus unserer Stadt fernhalten. Ich kann sie also öffnen, wenn der Wels gerade nicht da ist.
Ach, der ist also gefährlich. Ach so, okay. Dann weiß ich Bescheid, Pforte. Fest verschlossen. Ja. Fest verschlossen. Wie ist meine Tür? Fest verschlossen. Ja, richtig. So, Turm. Aha. Turm. Mauswald, hier haben wir wieder das rundliche Tier. Guten Tag, Herr Eichhörnchen. Jeder nennt mich Spitzweg. Also darfst du das natürlich auch. Ich bin übrigens kein Eichhörnchen, sondern ein Ziesel. Oh, das wusste ich nicht. So bepackt sehen sie aus, als ob sie später noch viel vorhätten. Ich bin ein Abenteurer und Wissenschaftler und meine neueste Forschungsreise soll über die 7 Weltmeere gehen, um ihre Unterschiede in Flora und Fauna zu dokumentieren. Okay, das ist ja... Ich nehme all die Karten in meinem Rucksack an. Die Schönheit der Natur manifestiert sich in ihrer subtilsten, entzückendsten Weise in diesen liebevollen Niederschriften. Ja, es ist schon ein enormes Abenteuer. Und es beginnt hier, im bescheidenen, heimatlichen Kaltwasserbach. Das klingt ja spannend. Aber wieso machen Sie sich dann nicht auf den Weg? So viel Meer braucht doch sicher unheimlich viel Zeit, um komplett angeguckt zu werden. Wem sagst du das? Ich wollte das erste Wegstück hier mit einem traditionellen Mauswalder Blattfloß zurücklegen. Ich habe es gestern bei den Igelbrüdern in Auftrag gegeben. Sie sind die talentiertesten und verlässlichsten Handwerker hier im Wald. Sie wollten das Floß einfach den Kaltwasserbach herunter zu mir treiben lassen. Aber ich stehe schon recht lange hier. Sag mal, gehst du zufällig zum Kürbisfeld am Stadtland? Wenn du bei der Werkstatt der Igelbrüder nach meinem Boot fragen könntest, würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Kein Problem, ich kümmere mich darum. So, genau, da hat sich wieder was mitgeschrieben. So, die Igelbrüder, das haben wir ja schon gesehen, die Werkstatt. So, Spitzweg wartet auf sein Boot, das die Igelbrüder am Stadtrand für ihn bauten. Was ist da los? Dunklen Wald, ja, okay. Dann heißt's wohl, wir müssen zurück zu den Igelbrüdern. So, hier haben wir nichts mehr. Aus dem Boden ragende Statue. Was? Von hier aus wird das nichts. Von hier? Achso, wir haben noch bestimmtes Level. Okay, dann gehen wir mal wieder hoch. Ich würde gern... Ach ne, wir müssen wieder zurück. Okay. Dann gehen wir nochmal ganz schnell zurück. Und ich habe eine Vermutung, dass wir da hinten durchkommen. Dass wir doch wieder an den Anfang kommen. Denn er hat ja gesagt, wir sind da am Anfang durchgekommen. Das heißt, da gibt es ja noch einen anderen Weg. Den haben wir ja gesehen. Das heißt, ich gucke jetzt nochmal ganz schnell nach den Dingensbrüdern. Dass sie jetzt vielleicht da sind. Vielleicht sind sie ja jetzt da. Igelbrüder? Ach, die Igelbrüder. Da sind sie doch. So, roter Igel. Seid ihr die Igelbrüder? Ja, die sind wir. Wie können wir dir helfen? Ich bin Jerry, Zauberlehrling. Herr Spitzweg hat mich geschickt, um nach seinem Boot zu fragen. Ach, Spitzweg wartet sicher schon seit Stunden an der Bachschleuse. Leider sind unsere Werkzeuge verschwunden. Die waren ganz neu. Da steckt bestimmt ein Grünhund dahinter. Sei doch nicht albern. Unser Papa hat uns von Grünhüten erzählt. Da waren wir 4 Jahre alt. Nein, nein. Sie treiben sich ab und zu im Mauswald rum, sind unsichtbar, klauen Werkzeuge und bringen kalte Luft, sodass man sich erkältet. Das waren Märchen. Und diese kleinen Fußstapfen hier überall, sind die auch ein Märchen? Ich schau mich mal nach eurem Werkzeug um. Danke. Das würde uns sehr helfen. Wer hat da gerade gelacht? Hitze, Ratze. Hübsche Säge.
was gehört? Ja, ich hab was gehört. Ja. Das war doch bestimmt... Das war bestimmt ein Grünhut. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das war bestimmt ein Grünhut.